Ja, li hallo Leute, da sind wir auch wieder bei One Way. Und mal schauen, was wir jetzt heute so Ich finden hoffe, werden. dass das Museum nicht in Flammen aufgeht, wie Ginas Zimmer im Krankenhaus. Den brauche ich nicht. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Ach, ein Kaffeeautomat oder was ist das? Die Maschine hat viele Sorten Kaffee. Cappuccino, Espresso, mit viel Milch, mit wenig Milch. Ich glaube, dieses rote Licht zeigt an, dass der Kaffee alle ist. Ach, schade. Naja, bin eh nicht so ein Kaffeetrinker. Ach, hier kann man runter. Okay, was ist das denn für ein funky Hausmeister? Ehrlich gesagt sieht es nicht so aus, als wenn er sich zu Tode arbeitet, oder? Nein, nicht wirklich. Reden wir doch mal mit ihm. Hallo. Hör mal, du bist einer von Clives Kollegen, oder? Ich hab dich mit ihm und einer scharfen Tussi reinkommen sehen. Ja, ich heiße Brian. Brian Basco. Brian? Scheiße, was für ein Name, Mann. Sag mal, bist du schwul oder was? Ich bin Willy. Ich leite die Verwaltung des Hauses. Die Verwaltung? Du machst also hier sauber, stimmt's? Nein, Kleiner, ich bin der Papst. Es ist zum Kotzen, ich bin kein Wurm, den man zertreten kann. Nur damit du es weißt. Diese ganze Scheiße von Museum würde zusammenbrechen, wenn ich nicht da wäre. Außerdem, Kollege, solltest du wissen, dass ich mein eigenes Business betreibe. Schon gut, hab's verstanden. Was für ein Unternehmen betreibst du denn? Ich bin Vertreter einer Fabrik für Labormaterialien. Hier, meine Visitenkarte. Vielleicht brauchst du ja irgendwann mal was. Aha, schön zu wissen. William P. Dustin. Labormaterialien aller Art. Und er hat eine Telefonnummer. Danke, ich werde es mir merken. Na super. Also sein Hehler. Wegen deines Unternehmens. Oha. Ja? Hallo, Herr Potter. Oh ja, es ist immer ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sagen Sie mir, was Sie diesmal brauchen. Aha, ein Okular für ein Mikroskop. Hundertfache Vergrößerung? Ich muss erst nachfragen, aber ich hoffe, es wird klappen. Lassen Sie es mich zuerst mit dem Lager besprechen, einverstanden? Rufen Sie mich in 10 Minuten zurück. Aha. Ja, gut. Über den Preis reden wir später. Muss Ich wahrscheinlich erst bedanke mal mich, Herr gucken, ob man es klauen Potter. kann. Bis bald. Hör mal, Kumpel, wir palavern später weiter. Jetzt muss ich mich um meine Geschäfte kümmern. Du weißt schon, Kollege, zuerst kommt das Geschäft. In Ja. Ordnung, schon gut. Bis bald. Ja, verschwinde. Er geht die Treppe hoch. Schauen wir mal, wohin er läuft. Ja, da bin ich mal gespannt. Er geht dorthin. Na, na, na. Willy kennt tatsächlich den Zugangscode zum Analyselabor. Ich weiß nicht, woher er ihn hat. Aber ich bezweifle stark, dass er wirklich befugt ist, dort hineinzugehen. Und ich glaube, dass ich jetzt weiß, wo sich die Materialfabrik befindet, für die Willy arbeitet. Mal schauen, können wir vielleicht irgendwas mitnehmen oder so? Ja, und ich denke mal, die Skelette brauchen wir nicht mitzunehmen. Aber interessant, was Willy so für Mist macht. Ich verstehe nicht viel von Kunst, aber das hier ist beeindruckend. Jep, die alten Maya hatten was drauf. Es könnte sich um eine Maya-Gottheit handeln. Oder einfach nur um einen faulen Sack, der sich hingeflezt hat. Es scheinen Schalen und Krüge zu sein. Im Moment Mit. kann ich wohl nichts davon gebrauchen. Okay. Aber da ist doch auch was Braunes. Ach, na jott. Ach, da ist er ja schon wieder. Mal schauen. Was haben wir denn alles? Bücherquittung? Nein. Momentan haben wir wohl noch nichts, was wir brauchen könnten. Ja, dann reden wir nochmal mit dem guten Willy.
Hallo, Willy. Hey, Kleiner, wie geht's dir? Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Ja, seit heute Nachmittag. Okay, wann wirst du sie auffüllen? Wann wirst du sie auffüllen? Hör mal, Kerl, komm mir nicht mit Forderungen daher. Gestern habe ich die letzte Packung, die ich noch hatte, reingeschmissen. Im Lager gibt's keine mehr, also bleibt sie leer, Mann. Okay. Das ist aber dumm. Kann man da nichts machen, damit es wenigstens für einen einzigen Kaffee reicht? Nur einen Kaffee noch? Ja, klar. Du kannst dich neben sie stellen und ihr zuflüstern. Maschinchen, Maschinchen an der Wand. Gib mir eine Tasse Kaffee in die Hand. Nein, verdammt, wenn kein Kaffee da ist, ist einfach kein Kaffee mehr da. Und nichts weiter. Das ist bloß wegen dieser verrückten Olivar. Gott, sie ist wirklich eine verfluchte Irre. Die trinkt mindestens 20 Tassen Kaffee am Tag. Deswegen ist die Hexe total nervös, logisch. Oh Mann, oh Mann. Was kannst du mir über Dr. Olivar erzählen? Ach, die Verrückte? Das ist eine unerträgliche Hysterikerin, eine verbitterte, nervtötende Arbeitsbesessene. Hier ist sie auch nicht sympathisch, oder? Sie nervt mich den ganzen Tag mit diesem oder jenem. Scheiße, Mann. Außer, dass sie unsympathisch ist, ist sie auch noch hässlich wie die Nacht. Dein Kumpel Clive ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich sag das nur, weil du es ihm nicht sagen wirst, oder? Ich bin kein Schleimer. Okay. Hör mal, ich wollte dich etwas über das Analyselabor fragen. Schieß los! Mal gucken. Hast du gesehen, dass man einen Code eingeben muss, um die Tür zu öffnen? Du kennst den bestimmt, oder? Nein, Kumpel. Ich habe keinen Zugang zu dem verdammten Labor. Ja. Was? Warum? Wie bist du dann vorhin dahin gekommen? Ich habe gesehen, dass nur befugtes Personal Zutritt hat. Ja. Es sieht so aus, als ob der Kram, den sie dort haben, ein Haufen Geld wert ist. Deswegen gehen sie damit um wie die Mutter der Porzellankiste. Außerdem haben die jetzt gerade eine Steinmaske für die Ausstellung über die Bescheuerten. Die soll ziemlich wertvoll sein. Der Sohn des Oschisser oder so ähnlich heißt die. Der hat einen riesen Rubin auf der Stirn kleben. Wer sich den unter den Nagel reißt, oh Mann. Ich möchte dich nicht weiter stören, Willy. Bis bald. Wir sehen uns. Jojo. Oh, sorry Leute, der musste raus. Gut, gucken wir nochmal die Schalen und Krüge an. Sie enthalten Samen, Körner und ähnlich schlecht verdauliches Zeug. Im Moment kann ich wohl nichts davon gebrauchen. Ach, na gut, dann eben nicht. Ein öffentliches Telefon. Okay. Können wir hier vielleicht irgendwas mitnehmen? Ah, ich habe eine kleine Idee. Könnten wir das vielleicht heimlich austauschen oder so? Vor einigen Objekten befinden sich nummerierte Aufkleber am Regal. Vielleicht geben Sie die Reihenfolge für die Restauratoren an. In Ordnung. Ich tausche es gegen das erste Objekt, das restauriert werden muss, aus. Ja, fällt doch nicht auf. Fertig. Frau Doktor hat es nicht bemerkt. Ja, vor allem, weil du ja laut neben ihr was gesagt hast. Mal gucken, was jetzt hier fein ist. Ein Pinsel. Sieht aus wie eine Art Birne, gefüllt mit Talkumpuder. Her damit. Ich nehme das hier mal mit. Das können wir bestimmt gebrauchen. Ein Skelett, das brauchen wir hoffentlich weniger. Betrachte Maschine. Betrachte Koffer, genau. Vielleicht finden wir darin was. Ich glaube, das ist ein Musterkoffer. Okay, können wir da was mitnehmen? Ich nehme diesen hier. Lack. Er ist farblos. Ich glaube, dass ich ihn benutzen kann. Ah, ich habe eine Idee. So kommen wir bestimmt in das Analyselabor. Es kontrolliert den Zugang zum Analyselabor. Schön, schön. Dann nehmen wir den Lack und rauf damit. Gute Idee. Versuchen wir es. Jetzt darf ich keine weitere Taste mehr anrühren. Wenn ich irgendwo einen Fingerabdruck hinterlasse, wird der Plan misslingen.
Als nächstes muss ich Willy dazu bringen, den Code, der die Tür öffnet, einzugeben. Dabei wird er Fingerabdrücke auf den richtigen Tasten hinterlassen. Na dann, Willys Visitenkarte und der Münzfernsprecher. Das bringt nichts. Oder auch ein nicht. Öffentliches Telefon. Nutzen wir es doch. Gute Idee. Ich werde Willy anrufen und versuchen, ihn in das Labor zu locken. Vielleicht bekomme ich dann den Zugangscode. Ich hoffe, dass die Handynummer auf der Visitenkarte stimmt. Und dass es auch sein Handy ist. Na, hoffen wir mal. Ja? Herr Dustin? Ja, am Apparat? Sie wünschen? Hören Sie, ich bin Frank Steiger, ein Freund von Herrn Potter. Er sagte mir, dass Sie mir eine bestimmte Sache besorgen können. Ja, ich freue mich, Geschäfte mit Freunden von Herrn Potter zu machen. Er ist einer meiner besten Kunden, wissen Sie? Ehrlich gesagt, kommt mir Ihre Stimme bekannt vor. Kennen wir uns von irgendwo, Herr Steiger? Nein, ich glaube nicht. Ja, wie Sie meinen. An was genau sind Sie interessiert? Wissen Sie, ich bin an einem Okular interessiert. Ja, an einem Okular für ein Mikroskop. Was für ein Zufall. Das muss in Mode gekommen sein. Alle möchten dasselbe haben. Was meinen Sie? Ach, nichts, Herr Steiger. Es ist nicht wichtig. Welche Art Okular benötigen Sie? Ich habe eine große Auswahl mit 100-facher Vergrößerung. Fein, aber ich bräuchte 200-fache Vergrößerung. 200-fache? Wie? Ich frage im Lager nach. Bitte rufen Sie mich in 10 Minuten zurück und ich werde Ihnen bestätigen, ob wir liefern können. Einverstanden. Bis gleich. Bis gleich, Herr Steiger. Guter Trick. Er kommt jetzt. Ich verstecke mich hier hinten. Toll, müssen wir jetzt die ganze Zeit warten, bis er da... Wow, ist der schnell. Ich muss abwarten, bis Willy das Labor verlässt. Dann kann ich versuchen, es zu betreten. Es wäre für uns beide eher peinlich, wenn wir uns drinnen treffen würden. Ja. Deshalb müssen wir auch schnell wieder hierher und dann wieder zurück. Da ist er schon wieder. Okay, dann versuchen wir unser Glück. Jetzt darf ich keine weitere Taste mehr anrühren. Wenn ich irgendwo einen Fingerabdruck hinterlasse, wird der Plan misslingen. Ach ja. Jetzt natürlich das Talkumpuder. So. Jetzt werde ich Willys Fingerabdrücke deutlich sehen und den Zugangscode herausfinden können. Ich werde das Puder gleichmäßig auf das Tastenfeld auftragen. Genial. Jetzt kann ich Willys Fingerabdrücke deutlich sehen. Es sieht aus, als ob der Lack mit dem Talkumpuder getrocknet ist. Ich kann jetzt die Tasten bedenkenlos drücken, ohne die Fingerabdrücke zu verschmieren. Super. Die Nummern, die den Code bilden, sind die 1, die 3, die 7 und die 8. Ich muss nur die richtige Kombination herausfinden. Wenn ich mich nicht irre, erzeugten die Tasten eine Melodie, als Willy den Code eingab. Ungefähr so. Nein, so ging sie nicht. Die Melodie war eher wie... Nein, so ging sie nicht. Ah, okay. Ja, das ist es. 8137. Die vergesse ich bestimmt nicht mehr. Supi, hoffe ich mal. Es ist ziemlich dunkel. Aber wir machen besser kein Licht an. Ich möchte nicht, dass man mich hier entdeckt. Vor allem wegen der Bewachungskamera. Ich würde ihn ungern benutzen müssen. Deswegen werde ich mich vorsichtig zwischen diesen Geräten bewegen. Er ist abgeschlossen. Ach, war ja klar. Ich würde sagen, dass es eine Klimakammer ist. Sie sorgt dafür, dass die Kunstwerke unter idealen Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert werden. Und was da drin liegt, ist zweifellos der Sohn des Ushiza. Der Star der Ausstellung über die Maya-Kunst. Alles klar. Ah, ein Goldobjekt. Das ist ein antiker Schlüssel oder sowas. Vielleicht kann ich ihn zu irgendetwas gebrauchen. Na sowas. Hier drunter liegt eine Nachricht. Sehen wir mal. Clive, hier hast du deinen alten Aztekenschlüssel. Er ist sauber und glatt, wie du es wolltest. Lass das nächste Mal nicht so viel Zeit verstreichen, ohne ihn zu putzen. Er war ziemlich verkrustet. Wir sehen uns Montag.
Ein gewisser Ron hat unterschrieben. Dann gehört Clive der Schlüssel. Ich werde ihm das gute Stück später geben. Ja, da darauf weiß, dass du dort bist, ne? Gewesen bist. Naja. Mein Schaden soll's nicht sein. Ein Elektronenmikroskop. Super. Das ist dann wohl der Scanner. Das muss der Scanner der neuesten Generation sein, von dem Clive sprach. Er soll in der Lage sein, ein Exponat zu datieren und seine Zusammensetzung festzustellen. Außerdem nimmt er eine morphologische Analyse vor und versucht anschließend, das Objekt mit Hilfe der Datenbank zu katalogisieren. Wenn das Kruzifix restauriert ist, wird er mir zweifellos dabei helfen, mehr darüber zu erfahren. Super. Sie enthält flüssigen Stickstoff. Ich kenne das sehr gut aus der Fakultät. Mhm. Okay, dann sind wir hier wohl anscheinend fertig. Dann gehen wir mal wieder raus. Und direkt in Clives Büro. Wie ich sehe, haben Gina und Clive ihren formlosen Rundgang durch das Museum begonnen. Clive ist immer noch der Alte. Sobald er einen Rock sieht, erkennt er nicht mal mehr seinen Vater. Okay. Soll wohl heißen, er war ein Frauenheld. Es ist vollgestopft mit Büchern und exotischen Objekten. Ein Bücherpaar? Mal sehen. Es sind zwei Bände eines anthropologischen Werkes. Nimm. Das Fach hat mich nie sehr interessiert. Aber es kann sein, dass ich sie gebrauchen kann, um mich im Museum zurechtzufinden. Sieh mal, was unter den Büchern versteckt lag. Eine Vertiefung in Form eines Kreuzes. Na, an was erinnert einen das? An den Schlüssel. Ja, ich wette, der Schlüssel passt perfekt hinein. Na dann, schauen wir mal. Oh, Geheimfach. Sieh mal an. Was haben wir denn hier? Ein Geheimfach. Nein, ich kann Clives Privatdokumente nicht mitnehmen. Ach komm. Vielleicht das Gerät. Das ist ein Diktiergerät. In Ordnung. Ich werde es mir von Clive ausleihen. Ich lege es natürlich später wieder zurück. Ja, ja. Geld. Nein, ich werde keinem das Geld wegnehmen. Schon gar nicht einem guten Freund. Ach, ich glaube, du wirst es noch bereuen. Ich kann das Büro doch nicht verlassen, ohne das Geheimfach zu schließen. Ach, du immer. Aber na gut, ich bin mal nicht so. So, können wir jetzt abhauen? Ja, könnten wir. Werfen wir einen Blick darauf. Sie lässt sich nicht per Hand öffnen. Ich glaube, dass man auf den Knopf drücken muss, um sie zu öffnen. Okay. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen.